Für ein letztes Training noch einmal ins Kanu steigen. Kurz vor der offiziellen Eröffnung der WM ist im Athletenbereich an der Regattabahn einiges los. Nur wenige Meter weiter auf der Klönnewiese geht es bei den vielen Besuchern deutlich entspannter zu. Sie alle wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen. In Duisburg sind nämlich richtige Kanufans zu Hause. Ja, weil wir gerne die ganzen Sportler, die Atmosphäre hier spüren wollen, wie das hier funktioniert. Wir waren bei den anderen 2007 und 2013 war ich auch hier gewesen. Und deswegen wollte ich das noch mal erleben. Ja. Wir sind selber früher Kanu gefahren und da zieht das immer noch nach Jahren immer noch an, uns das anzugucken. Wir sind auch am Sonntag dabei auf der Tribüne. Ja, ist einfach ein tolles Event für Duisburg. Erstmal, weil mir sowas gefällt. Zweitens war ich mal beim Deutschen Kanuverband hier beschäftigt einige Jahre. Und seitdem habe ich einen Bezug dazu. Immer wieder ein Riesen-Event hier in Duisburg, diese Kanu-Weltmeisterschaft, die ja nun, glaube ich, schon zum 6. Mal hier bei uns stattfindet. Das Zeug davon, dass unsere Regattabahn einer der besten der Welt ist, wenn nicht die beste überhaupt. Die sportliche Seite hier von Duisburg kennenzulernen und sehr mit dem Sport verbunden, nicht nur jetzt mit Kanu, sondern auch mit anderen Sportarten. Deshalb ist das für uns immer sehr interessant, dann zu solchen Events mal eben vorbeizuschauen. Ne? Noch ein letztes Mal proben die Duisburger Schülerinnen und Schüler, bevor sie mit ihren selbstbemalten Booten ein großer Teil der Eröffnung sind. Über mehrere Wochen haben sie die Holzboote mit den Flaggen der 91 teilnehmenden Nationen bemalt. Für die Schüler ein absolutes Highlight. Das war für mich halt sehr, sehr schön und so, aber auch für die Klasse, weil die ganze Klasse hat mitgeholfen und so. Und wir sind halt Förderschule. Also ich finde das auch gut, weil manche Leute aus unserer Klasse, die sind halt nicht so gut, aber trotzdem haben alle mitgeholfen und das ist sehr schön, finde ich. Und dann geht es auch schon los. Unter dem Applaus von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die als Schirmfrau der WM zu Gast ist, setzen sich die Boote in Bewegung. Eins nach dem anderen wird den Gästen der Eröffnungsfeier präsentiert. Deutschland! Aber noch ist die WM nicht offiziell eröffnet. Das ist nämlich die Aufgabe von ICF-Präsident Thomas Konietzko. I hereby declare the 2023 Kanu Sprint and Para Kanu World Championship in Duisburg open. Auch die deutschen Parakanuten lassen sich die offizielle Eröffnung nicht entgehen. Moritz Berthold ist zum ersten Mal bei einer WM dabei. Das typische WM-Feeling ist aber schon bei ihm angekommen. Ich finde es super toll. Also hier die ganzen Leute von allen verschiedenen Nationen von der Welt finde ich super. Viele Leute kennenzulernen, aber natürlich auch die Sportanlage ist spitze. Tatsächlich bin ich morgen beim Vorlauf am Start. Sehr gespannt. Ich hoffe, ich kann mithalten mit der Konkurrenz und mein Bestes abliefern. Und genau das will die ganze Parakanu-Mannschaft. Die Paralympics 2024 in Paris sind schließlich das große Ziel. Wir haben uns über 2 Jahre hier gezielt auf die Heim-WM vorbereitet. Und wir sind so guter Dinge, so gut vorbereitet. Das Team ist richtig, ja, richtig motiviert, richtig heiß. Morgen geht's los für uns. Ja, und das große Ziel sind hier Medaillen abzuräumen, uns hervorragend zu präsentieren und am Ende hoffentlich die begehrten Quotenplätze für Paris 2024 zu ergattern. In Duisburg drücken Ihnen auf jeden Fall alle die Daumen. Dem großen Wettkampf auf der Regattabahn steht also nichts mehr im Weg.